Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich treffe mich jetzt gleich wieder mit dem Outdoor-Tino, schulde ihn jetzt gleich ab und dann gehen wir heute wieder gemeinsam auf Los Bestur und hoffe, dass wir für euch einiges abfilmen können. In diesem Video zeige ich euch kein Lost Place, sondern ich zeige euch einfach mal den Weg, wenn wir an Lost Place anfahren und manchmal vor zu einer Tür stehen. Den einen oder anderen hat es auch schon interessiert, hat sogar schon angefragt, ob wir sowas nicht mal drehen können, wenn wir zum Beispiel vor Zunen Lost Places stehen. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Los geht's. Ja, ich hoffe, ihr seht mich. Es ist zurzeit gerade ein bisschen dunkel, aber so ist bestimmt besser. Ja, wir haben heute einige Objekte für euch rausgesucht. Ich war mal wieder fleißig in den letzten Tagen. Hab mal ein paar ausfindig gemacht. Ich kriege auch zwischendurch mal welche zugeschickt, die ich aber immer erstmal ein bisschen überprüfe, ob da auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, so eine Falschmeldung oder sowas dabei ist. Also ich gehe da auch, recherchiere jetzt hinterher und gehe genau drauf ein, ob das wirklich ein Lost Place ist oder nicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg und holen den Tino ab. So Freunde, Tino ist dabei, haben wir abgeholt. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auf die Tour. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some. Wir haben hier ein richtig geiles Plakat aufgehangen. Das ist halt hier gerade am Fotografieren. Schau euch das mal an. Was da drauf steht, ist mega, oder? Also richtig cool gemacht. Gehen wir mal wieder live. Cool. Damit ihr mal einen Sinn davon kriegt oder mal augenscheinlich kriegt, wie groß das Gebäude ist. Hallo? Hier? Hier? Das fängt von hier an. Geht bis da hinten hin und das Ganze, Freunde, auf dieser Seite auch nochmal. Hier haben sie so Plakate vorgegangen. Das sind keine richtigen Fenster, aber wenn man halt so ein bisschen da durchscheint, sieht man, dass das Dach schon defekt ist. Ich schalte euch mal rein, ich weiß nicht, ob ihr was seht. Wir haben auch schon geguckt, wir kommen leider nicht rein. Das sind die Denkmale hier oben. Mega geil, Mann. Also dafür gibt es irgendwie von mir einen Daumen hoch. Derjenige, der das aufgehört hat. Nicht schlecht. Klar, da ist leider kein Reinkommen. Vorne aber noch. Ist zerrissen. Aber ihr wisst ja, was zu ist, bleibt zu. Und fertig.
Schaut mal, ihr seht jetzt mehr als ich. Da würde ich sagen, geht's mir jetzt so weiter. Ja, Freunde, in die nächste Location. Das ist diesmal ein Ford. Aber, ihr seht, Zaun, da hängt ein Schloss dran. Ein aktuelles, neues Zahnschloss. Was zu ist, bleibt zu. Genau, und was zu ist, bleibt zu. Also fahren wir zu der nächsten Location. Hier haben wir noch ein paar auf unserem Zettelchen. Dann geht's weiter. So, wir sind an der nächsten Location angelangt und die ist aktuell im Abriss. Da ist er. Wird zurzeit abgerissen. Und zwar, das ist die Baumwollfabrik, bei der ich schon mal war. Der Tino hat es noch nicht abgedreht gehabt, deswegen habe ich da, weil wir gerade in der Nähe waren, habe ich da Schweiß, wo die ist. Komm, wir fahren die gerade nochmal abdrehen. Leider nichts mehr. Gut, wir haben ja noch ein, zwei auf unserem Zettel. Mal hoffen, dass da die noch aktiv sind. So machen wir, dass wir noch reinkommen, um für euch was abzudrehen. Seid weiterhin gespannt. So, wir sind wieder in der nächsten Location. Diesmal haben wir eine verlassene Kirche. Da ist sie. Auch mal reinkommen. Wir haben einen neuen Bauzaun aufgestellt und dann haben wir das Problem mitten im Wohngebiet. Also hier kann dann jede Oma oder Opa aus dem Fenster gucken. Und vor allem, wie wir jetzt hingefahren sind, war noch nicht mal 100 Meter davon hier direkt ein Polizeirevier in der Nähe. Bisschen heikel das Ganze. Naja, ein, zwei haben wir ja noch. Wollen wir hoffen, dass wir da was finden. Aber so könnt ihr jetzt mal sehen, wie viel Kilometer wir fahren, wie viel Zeit wir investieren und stehen jedes Mal vor so einem schönen, zuen Lost Place. Alles gut, wenn es zu ist, ist immer gut. Aber wo wir nicht reinkommen, was wir nicht filmen können, was unser einer immer ein bisschen ja, ärgerlich ist. Aber ich sage es nach wie vor, ich finde es gut, wenn es zu ist, weil so kommen auch keine Vandalismus oder sonstige Sachen diesen Lost Place vor. Naja. Hier haben wir noch ein paar. Bis gleich. Ja, mein Freund, wir sind am nächsten Objekt, an die ehemalige Sparkasse. Aber auch leider zu. Also auch kein Reinkommen. Da sind wir rundgelaufen. Keine Möglichkeit, da irgendwie in dieses Gebäude reinzukommen. Das sind die Nachteile eines Ölwechsels. Verdammt. Langsam wird der Zettel immer kleiner. Das versuchen wir mal noch bei der nächsten Location. Ansonsten wird es langsam eng beim Abdrehen, Freunde. Ja, meine Lieben. Ich weiß, ihr könnt es ja mal hören. Aber wir stehen wieder vor einem Lost Place. Und diesmal mit Bauwatch. Das soll meine ehemalige Schule gewesen sein. Ärgerlich. Aber ihr seht selbst, es ist nicht einfach, wenn man auf Tour ist, irgendwas zu finden. So, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Und der Zettel ist leer. Mehr haben wir nicht mehr. Jetzt recherchieren wir in der Tino nochmal gerade ein bisschen im Internet, ob wir irgendwo was finden. Vielleicht irgendwie hier in der Nähe anhand von Daten. Also mit Daten, wie heißt das Ganze? Koordinaten, so. Ja, Freunde. Drückt uns noch ein bisschen die Daumen, ansonsten sehen wir uns gleich wieder zur Abmoderation. Ja, wir stehen vor der nächsten Location. Eine alte Schule. Ist aber auch zu. Vor allen Dingen da oben die Lampen scheinen recht neu zu sein. Das heißt, dieses Objekt ist zu. Das war mal auf sich gerade. Da ist nämlich ein Brett. Ein Brett an der Tür. Aber es ist zu.
ist, was zu ist, bleibt zu. Gut, das war's. Das haben wir jetzt nochmal gerade noch so ein bisschen auf unserer kleinen Recherche gefunden. Tja. Was sagst du dazu, Tino? Ich finde, ich könnte weinen. Aber hier ist wahrscheinlich Asbest oder irgendwas, ne? Ja. Gut. So, meine Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es ist, wenn wir den ganzen Tag auf Rockfesto sind. Wie viel sind wir angefahren? 7, 8? Ich hab den Überblick verloren. Das waren auf jeden Fall jede Menge. Auf jeden Fall lassen wir uns das jetzt gut schmecken. Nach so einem langen Tag. Auf jeden Fall. Und ich hoffe trotzdem, dass euch das kleine, aber feine Video gefallen hat. Da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Abenteuer wieder. Lasst gerne für das Video einen Daumen da, lasst ein Abo da, schaut mal beim Tino auf dem Kanal vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Da würde ich sagen, macht gut und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao, Freunde. Thank you.